Draußen war ein Geräusch zu hören und ihr Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck an. Dann begann sie zu erklären. Um eine Wunde zu schließen, müsse man ein heißes Stück Metall vorsichtig gegen das Fleisch pressen. Dies würde die Dämonen und üblen Gerüche daran hindern, in den Körper einzudringen. Der Blick der Frau sprang immer wieder zur Tür und so drehte ich den Kopf, um ihm zu folgen. Nur einen Moment, nachdem ich den Kopf gedreht hatte, zeigte meine eigene Klinge auf mein Gesicht. Sie hatte den Dolch in meinem Ärmel bemerkt und ihn herausgezogen, bevor ich wusste, was geschah. Sie entschuldigte sich. Es sei eine raue Welt und ihr Gesetz sei, zu fressen oder gefressen zu werden. Plötzlich hörte ich Lärm von draußen. Er ist hier, sagte sie. Wenn wir fliehen, nehmen wir ihn mit oder kämpfen wir? Ach komm. Ich ergriff ein zersplittertes Brett vom Boden und richtete es drohend gegen sie. Plötzlich packte mich jemand von hinten. Im nächsten Augenblick landete ich hart auf dem Boden. Er sah uns und unsere Waffen an und brach in Gelächter aus. Er trat näher, um nach Richards Schwert zu greifen, aber seine Frau mischte sich ein. Wir können das nicht verkaufen. Jeder würde wissen, wem das Schwert gehört. Der Mann knurrte zustimmend und ging raus. Bevor sie ihm nachging, warf sie meinen Dolch vor mir auf den Boden. Damit kannst du die Wunde deines Bruders ausbrennen, sagte sie und verschwand. Wir hörten das Wiehern von Williams Pferd und Hufgetrappel von draußen. Wir standen wie erstarrt da, bis Richard mir sagte, ich sollte mal nachschauen. Als ich rausging, waren die Wegelagerer längst über alle Berge. Williams Pferd hatten sie mitgenommen. Die Hütte hatte ihnen vermutlich nie gehört. Aber wenigstens hatten wir jetzt für die Nacht ein Dach über dem Kopf. Na, immerhin. Das Feuer brannte noch. Wir hatten keine andere Wahl, als dem Wort einer Räuberin zu vertrauen. Der glühende Dolch zitterte in meinen Händen. Tu es, Ellie. Ich halte das aus. Richard versuchte tapfer zu klingen. Ein schreckliches, zischendes Geräusch und der Gestank von verbranntem Fleisch erfüllte die Hütte, als die Klinge sein Ohr berührte. Aber es schien seine Wirkung zu tun. Während Richard schlief, bewachte ich die Tür stundenlang. Aber schließlich fielen auch mir die Augen zu. So, gehen wir mal weiter. 2 Tage lang gingen wir zu Fuß weiter. Nur kurze Pausen dazwischen. Aber schließlich erreichten wir die Tore von Winchester. Richard war schwach, aber wenigstens waren wir noch zusammen. Gemeinsam würden wir schon einen Weg finden, diesem Albtraum zu entkommen. Okay, immerhin haben wir ihn versorgt und erlebt. Das ist wichtig. Wir haben es geschafft. Jetzt können Sie uns nichts mehr antun, nicht wahr? Immerhin gibt's hier Gesetze, die uns schützen, richtig? Ich denke schon. Aber wir sollten unser Glück nicht auf die Probe stellen und schnell nach einer Unterkunft suchen. Dann lass uns gehen. Wohin willst du denn? Zu unserem Stadthaus natürlich. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ellie! Es ist jemand hier. Ob es Vater ist? Glaubst du? Irgendwo muss er schließlich sein. Wir gehen lieber. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Komm jetzt, bevor uns noch jemand sieht. Wir gehen ja hier in die Taverne. Vielleicht ist da was frei. Sieh dir das an. Ein Krüppel mit einem Schwert und seine Bettlerbraut. Wenn ihr ein lauschiges Plätzchen sucht, es gibt da hinten eine Scheune. Wir suchen einen Platz zum Schlafen. Ihr könnt mein Zimmer haben, bis ich mit dem Bier fertig bin. Das sollte euch Turteltäubchen ja reichen. Was ist los? Warum gehen wir wieder?
Das ist unwürdig. Vater wäre entsetzt, wenn wir mit diesen Leuten in einem Haus blieben. Aber Ellie, sie haben nur Spaß gemacht. Komm, schauen wir weiter. So, ich sehe da oben noch was. Oh, das ist nichts. Also hier haben wir noch eine Taverne. Oder die Kirche. Ach Gott, was ist denn mit deinem Ohr passiert, Junge? Hast dich wohl in deinem Angelhaken verfangen? Wir haben gehofft, wir könnten heute Nacht hier bleiben. Wir haben einen langen Weg hinter uns und sind sehr erschöpft. Tut mir leid, alles belegt. Der König ist in der Stadt. Es wimmelt nur so von Edelleuten. Kommt nächste Woche wieder, wenn die großen Fische aus dem Teich sind. Dann habe ich vielleicht ein Plätzchen für euch. Ellie, er hatte mich gefragt. Tja, dann sag nächstes Mal auch was. Ach, wie auch immer. Okay, dann gehen wir heute in die Kirche. Vielleicht können wir da schlafen. Vater, dürfen wir reinkommen? Ich kann jemanden hören. Hallo? Wir sind Fremde und suchen ein Nachtlager. Sie scheinen uns hier nicht zu wollen. Okay, dann auf zur Kathedrale. Bis wir alles durch haben irgendwie. Es ist so still. Ist bei den Mönchen nicht bald Zeit für die Abendmesse? Es macht keiner auf. Tja, ist die Frage, was wir jetzt noch tun können. Da haben wir noch ein Gasthaus, falls uns das weiterbringt. Meister Wirt! Wir suchen eine Unterkunft. Ist jemand da? So, habe ich hier jetzt nicht was gesehen? Nur die Taverne. Okay, doch, da ist noch ein Haus. Da brennt auf jeden Fall Licht. Vielleicht haben wir da Glück. Vermutlich nicht, aber wir probieren es. Lass mich! Ich bin der Sohn des Grafen Bartholomäus von Shiring. Macht auf! Warum sollten Sie uns einlassen? Vater ist nicht Ihr Graf. Psst! Jemand kommt an die Tür. Ja? Was ist? Ist was nicht in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Wir müssen auf der Straße schlafen, wenn ihr uns nicht hereinlasst. Tut mir leid, aber wir gehen jetzt ins Bett. Gute Nacht. Was fällt Ihnen ein? Sie schulden uns nichts, Richard. Wir werden einen anderen Schlafplatz finden. Die Frage ist, wo? Ich habe noch eine Münze, was auch immer das ist. Falls wir da reinkommen, ist die nächste Frage. Sie ist geschlossen und verriegelt. Sie wollen nachts keine Fremden da drinnen haben. Ellie, das ist sinnlos. Es muss doch noch gute Menschen in dieser Stadt geben. Was wollt ihr? Guten Abend. Verzeiht, dass wir euch stören. Aber mein Bruder und ich haben viel durchgemacht und suchen verzweifelt ein Lager für die Nacht. Bitte. Wartet hier. Bist du verrückt? Lass sie nicht rein. Das sind Diebe. Was habe ich gesagt? Oh. Lass uns gehen, Ellie. Sie sind genau wie alle anderen. Tja. Da hinten ist eine warme Ecke. Ihr könnt eine Decke haben. Aber es gibt nichts zu essen. Danke. Ich danke euch vielmals. Ihr seid ein guter Mensch. Als ich am folgenden Morgen erwachte, war ich allein.
Ich hoffte, dass Richard einfach früh aufgestanden war, vielleicht um direkt zum Schloss zu gehen. Ich ging sofort los, um ihn zu suchen. Aber wahrscheinlich ist er da nicht. Der alte Mann hat sich zäh gehalten, hörte ich. Sie haben ihn tagelang ausgepeitscht. Und als es vorbei war, bat er nur um einen Becher Wein. Er hat nicht gebettelt, nur gesagt, beeilt euch, ich hab Durst. Als wäre es ein Fest oder sowas. Man wünschte sich, er wäre noch auf unserer Seite. Welch eine Schande. Okay, da haben wir noch Adelige. Unterwegs mussten wir in einem Gasthaus Halt machen. Sie setzten uns Bauernfraß vor. Brei? Und kein Fitzelchen Fleisch. Gibt es nicht ein Gesetz dagegen? Ich kenne sie. Das ist alles ein solcher Unsinn, dass Mathilde Königin sei. Was hat der alte Mann sich nur gedacht? Er war einfach König Heinrich zu loyal gegenüber, sogar nach seinem Tod. Ach, guck mal, da ist er ja. Ihr habt mich gehört, jetzt geht weiter. Aus dem Weg, Wache! Jeder hat das Recht, sich an den König zu wenden. Aber die Ärmeren sind meist nicht so dumm, davon Gebrauch zu machen. Was sagst du da? Du redest mit dem Sohn des Grafen von Shiring. Und ich bin die Tochter. Wenn du uns nicht durchlässt, lassen wir euch in den Kerker werfen und dort verfaulen. Wie euren Vater, meinst du? Was? Du weißt, wo er ist? Natürlich. Und das solltet ihr auch, wenn ihr seid, was ihr behauptet. Er ist im Gefängnis, gleich hier in der Burg. Wie kommen wir dorthin? Vor dem Tor nach links, auf der anderen Seite des Burghofes. Ihr werdet aber mit dem Aufseher sprechen müssen. Sein Name ist Odo und er hat tiefe Taschen. Tiefe Taschen? Nun, wir Gemeinen können keine Gefälligkeiten für nichts erwarten. Ihr solltet euch besser drauf einstellen. Jetzt macht Platz. Es wollen noch andere zum König. Ich hätte das auch allein geschafft. So wie du allein weggelaufen bist, ohne mir was zu sagen? Psst, Ellie, die Leute gucken schon rüber. Was macht dein Ohr? Es pocht wie eine Trommel. Mein Kopf tut weh. Es tut mir leid. Ich dachte, ich könnte mit dem König reden, bevor du aufwachst. Du hast gestern so viel getan. Ich wollte dich nicht wecken. Bitte, sei nicht sauer. Alles gut. Ist schon gut. Du wolltest mir nur helfen. Oh, sieh mich nicht so an. Es tut mir leid. Sollen wir jetzt zu Vater gehen? Ja. Okay, und wahrscheinlich müssen wir da unser Schwert abgeben. Das wird wahrscheinlich unser Bestechungsmittel sein. Na, seid ihr zufrieden, Herrin? Natürlich nicht. Aber mein Mann scheint in guter Verfassung zu sein. Ich hoffe, es bleibt so. Das hoffe ich auch. Aber gutes Essen ist heutzutage schwer zu bekommen. Oh, ihr seid zu gütig. Das wird eine Weile reichen. Gebt gut auf ihn Acht. Ich bin auf dem Markt. Das werde ich. Gute Geschäfte, Herrin. Was starrst du mich an? Dein Ohr. Du solltest besser auf dich Acht geben. Was sollte das denn? Ich weiß nicht, aber wir haben unsere eigenen Probleme. Komm. Du bist ein gutes Pferd und so ruhig. Die Männer des Königs sorgen besser für ihre Tiere als die Hemleys. Die Frage ist, mit was bestechen wir ihn? Ach komm, wir reden einfach mal mit ihm. Bist du der Gefängniswärter? Euer ergebener Diener. Worum geht's? Wir wollen unseren Vater besuchen, den Grafen von Shiring. Er heißt jetzt schlicht und einfach Bartholomäus. Dann ist er hier.
Sieh uns an, wenn wir mit dir reden. Wie viel Geld habt ihr denn? Gar keins.